Willkommen zu einem weiteren InnovaPhone My Apps Tutorial. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten die My Apps Cloud installieren, um Ihre individuelle Arbeits- und Kommunikationslösung in Betrieb nehmen und nutzen zu können. Im letzten My Apps Tutorial Nummer 15 erklären wir den Bestellprozess der My Apps Cloud. Hier erfahren Sie, wie Sie den Installationslink per E-Mail erhalten, den Sie zur Installation der My Apps Cloud benötigen. Öffnen Sie zunächst die E-Mail mit dem Installationslink und klicken diesen an. Nun öffnet sich Ihr Browserfenster und die automatische Installation der beiden virtuellen Maschinen, der PBX und der App-Plattform, wird gestartet. Im ersten Schritt startet die Installation der PBX. Hier werden die vorkonfigurierten IP-Adressen angezeigt. Diese können nicht verändert werden. Die IPv4-Adresse ist die IP-Adresse der PBX im InnovaPhone Rechenzentrum, welche später aber per URL angesprochen werden kann. Klicken Sie auf Weiter. Nun wird die Verbindung zur zentralen Devices App hergestellt. Klicken Sie dazu auf Anmelden. Hierüber können später alle angebundenen Geräte verwaltet und Kundeninstallationen gemanagt werden. Unter Domains sieht man nun die URL, über die später die PBX angesprochen werden kann. Klicken Sie auf Weiter. Im zweiten Schritt wird eine Verbindung zur App-Plattform hergestellt. Das kann einen Moment dauern. Dann auf Weiter klicken. Jetzt kann schon der erste PBX-Nutzer angelegt werden. Diesem werden Administratorrechte zugewiesen. Unter Anzeigenamen bitte den vollständigen Namen unter Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung eintragen. Daneben die zugehörige E-Mail-Adresse. Unter Konto wird der Login-Name festgelegt. Hier kann zum Beispiel das Kürzel oder nur der Vorname verwendet werden. Und unter Passwort können Sie Ihr Login-Passwort festlegen. Wenn Sie direkt eine Voicemail einrichten möchten, können Sie dies durch Anklicken der gewünschten Sprachen machen. Unter Rufnummer Prefixes können die Vorwahlen zur Amtsholung definiert werden. Beides kann aber auch später noch in der PBX konfiguriert und angepasst werden. Anschließend können Sie auf Weiter klicken. Jetzt werden Ihnen die Administrations-Notfallpasswörter angezeigt. Kopieren Sie diese an einen sicheren Ort und klicken auf Weiter. Damit die Cloud-Plattform E-Mails versenden kann, benötigt diese Zugriff auf ein E-Mail-Konto. Dies ist zum Beispiel notwendig, um E-Mails für die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Warnmeldungen zu versenden. Die einzutragenden Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Konto-Anbieter. Diese Angaben können auch später konfiguriert oder geändert werden. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Jetzt wird die PBX und die zugehörigen Apps installiert. Im letzten Schritt müssen noch die zwei notwendigen Zertifikate installiert werden. Klicken Sie dazu auf PBX-Zertifikat und folgend auf App-Plattform-Zertifikat. Nach dem Restart ist die Installation abgeschlossen und das System wird neu gestartet. Anschließend können Sie sich mit Ihren Login-Daten auf Ihrer PBX einloggen. Das Handling mit unserem Zahlungsmittel ISC und wie Sie Cloud-Geräte updaten und warten können, erklären wir Ihnen in den folgenden My Apps Tutorials, welche Sie auf unserer Webseite, in unserem YouTube-Kanal und der Tutorials-App finden. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber Ausprobieren!